Ein Megastrahl und die würden alle pulverisiert werden. Aber naja, so ein Flaggschiff hat man ja leider nicht. Wo will man denn da landen? Ist das... Boah, Alter. Wie schön. Das könnte durchaus der schönste Planet werden hier. Einmal wünsche ich mir, dass sich jemand freut, uns zu sehen. Aber nein, wenn sie uns keine Waffen an die Schläfen halten, versuchen sie uns abzuschießen. Tja. Es ist nur leicht beschädigt. Nichts Ernsthaftes. Ich schalte während der Reparatur alle unwichtigen Systeme aus, dann geben wir kein Ziel ab. Tja, die Schlacht ist noch nicht vorbei. Und nachdem sie uns unbedingt als Zielscheiben benutzen mussten, werden sie uns vermutlich so schnell nicht vergessen. Das gefällt mir nicht. Onderon ist verdammt weit von den Kernwelten entfernt. Aber sogar hier am Arsch der Galaxis haben die Leute schon von uns gehört. Wir hatten Glück, dass wir einen Landeplatz gefunden haben. Anscheinend haben die den Dschungel hier in der Gegend ziemlich abgeholzt. Sieht aus wie einer der Monde von Onderon, aber ich weiß nicht welcher. Nur Dschungel und Berge. Ich habe in der Nähe die Reste eines alten Vorpostens gesehen. Vielleicht sind hier deshalb so viele Lichtungen. Das könnten mal Siedlungen gewesen sein. Hier gab es keine Siedlungen. Diese Lichtungen waren vermutlich einmal Krater. Oder Absturzstellen. Absturzstellen? Das ist Duxun. Hier begann der Kreuzzug der Mandalorianer gegen die Republik. Die Reste der Vorposten, die ihr hier entdeckt habt, sind Militärposten. Wir sollten auf der Hut sein. Hier haben die mandalorianischen Kriege angefangen? Sieht gar nicht aus wie ein Schlachtfeld. Vieles liegt hier begraben. Und vieles sollte auch begraben bleiben. Genau, was jetzt? Tja, die Schlacht ist noch nicht vorbei. Und nachdem sie uns unbedingt als Zielscheiben benutzen mussten, werden sie uns vermutlich so schnell nicht vergessen. Das gefällt mir nicht. Und okay, das hast du schon gesagt. Gut. Solange das Schiff nicht repariert ist, gehen wir nirgends hin. Wenn wir keinen anderen Weg nach Onderon finden, sitzen wir hier fest. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg nach Onderon. Die Macht hat uns aus einem bestimmten Grund hierher geführt. Wir sollten die Umgebung erkunden. Hier ist irgendetwas. Etwas? Oh ja, hier ist wirklich etwas. Raubtiere. Große, hinterhältige, gefräßige Raubtiere. Trotzdem sollten wir die Umgebung erkunden. Lasst uns bei dem Vorposten anfangen. Okay, aber seid vorsichtig. Man kann nie wissen, wer hier noch alles abgestürzt ist. Ich habe das Gefühl, dass das Schiff nicht repariert sein wird, bis wir hier fertig sind. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, verstehe. Was ist so wichtig an diesem Ort? Hier haben die mandalorianischen Kriege begonnen. Einst hat er hier gekämpft. Er muss hier einige Dinge sehen. Er hat hier gekämpft? Warum hat er nichts davon gesagt? Redet ihr etwa über all eure Schlachten? Wollt ihr einige davon nicht auch lieber ver... Gessen? Mann, brecht doch nicht immer hier mitten im Satz ab. Mensch. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal gleich auf den Weg, oder? So, diesmal steht er nicht zur Verfügung. Ja. Rea auf jeden Fall. Und ich will meinen kleinen Druiden mitnehmen. Kann ich noch jemanden hinzufügen? Warte mal. Ah, nee. Schade. Ja. Boah, der Wasserfall ist der Hammer. Ich mag das. Aber Regen mag ich nicht. Gut, dann gucken wir mal, was hier los ist. Oh, ich will unter dem Wasserfall. Ich fühle mich hier ein bisschen wie in Majora's Mask im Dämmerwald. Und da ist schon auch etwas und wir gehen gleich in Kampf. Hm.
Na, mit denen wären wir fertig. Unser Laserschwert ist ja fast weiß. Haha, ich habe was ganz Besonderes. So, T3M4, ich hoffe, du bist geölt. Was ist denn jetzt? Oh, ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Also die Gegner sind ja mehr als einfach. So, wo jetzt lang? Da war auch noch ein Weg. Ja, da war noch ein Weg mit ein paar Gegnern. So, wir kommen auf einen neuen Planeten, müssen erstmal alles abschlachten, was es hier zum Schlachten gibt. Typisch. Was, wie groß ist das denn hier? Also, hier kommen wir dann wieder zurück. Jawohl, boah, wie die Ebbenhawk leuchtet. Krea, was ist denn mit dir? Warum so langsam? Ich glaube, wir kämpfen uns zu schnell vor. Steht da jemand oder ist das ein Tier? Egal, kümmern wir uns erstmal um den Gegner. Ich habe Neuigkeiten. Die Raumschlacht ist noch nicht vorbei. Die Sensoren der Hawk haben etwas erfasst, das auf den Mond zufliegt. Die meisten Systeme unseres Schiffs sind abgeschaltet. Viel mehr weiß ich nicht. Das andere Schiff könnte ganz in der Nähe oder auf der anderen Seite des Mondes gelandet sein. Dann bereite dich schon mal auf einen freundlichen Empfang auf Onderon vor. Das wären wir. Mann, sehen die Tiere komisch aus. Wen schießt du denn da ab? Ach so. Wer steht denn da? Hey du. Ach so. Ja gut. Soll ich da reingehen? Das sieht mir irgendwie auch sehr gefährlich aus. Der Weg. Alter, dieses Laserschwert, ne? Oh. Was hat er denn so Schönes? Noch eine Vibro. Alter, so viele Klingen brauche ich nicht mehr. Wir gucken ja erstmal auf die, bei einem anderen Weg, bevor wir hier weitergehen. Es sieht mir hier sehr weitläufig aus, muss ich sagen. Können wir den Druiden mitnehmen? Könnte ja irgendwie behilflich sein. Mhm. Na, mal gucken, was sich da noch reparieren lässt. So. Mhm. So, okay. Mhm. Mhm. Schade. Systembefehle.
Okay. Datapad. Oh. Revan sagt, dass wir Duxun einnehmen müssen. Unsere Druidenträger sollen tief anfliegen und die Fracht über dem Dschungelmond abwerfen. Sobald die Druiden gelandet sind, werden sie die Basis der Mandalorianer suchen und den Weg für unsere Bodentruppen freimachen. Und für die Jedi. Wir erwarten heftigen Widerstand. Wenn die Druiden die Luftabwehr nicht ausschalten können, wird das eine verdammt kurze Mission. Das kann gut möglich sein. Ich brauche ein paar Komponente und Teile. Das ist sehr gut. Weil wir haben ja noch einen eigenen Druiden, den wir reparieren müssen, der da die ganze Zeit nur rumsteht, wie nicht abgeholt. Bist du jetzt ein Gegner oder kann man dich jetzt... Aha, aha. Okay. Wenn du uns irgendwie falsch ankommst, mache ich dich zu Kleinholz oder Kleinschrauben. Damit das mal hier klar ist. Eieiei. Also hier gibt es wieder viel zu entdecken und mir gefällt irgendwie Dschungel- und Waldgebiete. Sowie Eisgebiete. Ich glaube, das hatte ich in irgendeinem Let's Play schon mal erwähnt. Oh, T3-M4 übertreib es nicht. Das wird uns nicht lange aufhalten. Das ist richtig. Arr, bist du ein Pirat? So, gibt's hier noch ein Datapack? Nee, oh. Die nehme ich gerne mit. Okay, so viele Teile haben wir nicht. Können wir die irgendwie mitnehmen für unsere Armee? Könnten ja mal zu irgendwas gut sein. Die Raumschlacht ist vorbei. Dieser Colonel Tobin hat in ein Minok-Nest gestochen, als er auf uns geschossen hat. Es gibt noch einiges zu reparieren. Ich werde jetzt mal kurz die Sensoren deaktivieren. Du musst also ein Weilchen ohne mich auskommen. Ich weiß, dass du zerknirscht bist. Oh Mann, immer für einen lockeren Spruch zu haben, der Gute. Aber wir kommen hier schon klar. Also, die Gegner hier, wir sind wie die Saiyajins, wir... Zack, 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 nimm das. Na, wer seid ihr denn? Na, für diesen Kampf wappne ich mich erstmal. Hey, ihr! Donos Emmerich, Barra Torachi Drunga, Sa Inchobin Sasha, Dosimana Rochata, Ranamosibu and Asarans, Krema Sunkun Ratungala, Chabimo Jubu in Kosoracha, Fekko Emmeriam da Watasi, Sundarakara Kachata, Tamasokin Chuda Wunga, Mopiguna Wanasi Chokora Tawa. Donos Emmerich, Wanara Gorachi Drunka Sa Inchobin Sasha Dosimana Rochata Donos Emeregith Wanara Gorachi Drunka Sa Inchobin Sasha Dosimana Rochata Donos Emeregith Wanara Gorachi Drunka Sa Inchobin Sasha Dosimana Rochata Loka Kamaran Endoso Randi no Chabi Du Rantamana Sobu. Febko Emareyam Gawata Situ Insula Rakara Kachata. Tamaso Kinchuda Wanka. Mopi Una Wana Sichokora Tawa. Loka Kamaran Endoso Ranwi no Chabi. Du Rantamana Sobu. Taranamo Sibu and Asarans. Krema Sunkun Ratungala. Chawi Mojubu in Kosoracha. Als ob ihr irgendwelche Gefahren darstellt.
Was war das denn? Wie kämpft der denn? Ach, die heilen sich. Tja. Ich sag ja, ihr seid keine Gegner für mich. Und du bist es erst recht nicht. Das war alles? Ihr sollt die berühmteste Kopfgeldjäger der Galaxis sein? Ihr seid ein Witz, seid ihr. Danke für eure schönen Sachen. Hast du auch noch was? Ih, du hast nix. Geh weg. So. Unglaublich, dass er nichts hat. So. Immer her damit. Immer her damit. Was ist denn das da auf dem Boden? Kann man das nehmen? Nein, kann man nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier eine kleine Rast. Für Feuer ist ein bisschen gesorgt, glaube ich. Kann man hier runter? Stellen wir uns hier ein bisschen runter. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Star Wars The Knights of the Old Republic. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.